Weg. Weg. Benutz schneller. Nein. Wegen dem Verklicken bin ich gestorben. Das ist doof. Und weil ich darauf geachtet habe, dass die Flaschen leer waren. Aber machbar. Vor allem, wenn man besser vorbereitet ist. Oh. Wir müssen jetzt... Ja, das ist doch ein recht nerviger Weg wieder zurück. Also es kommen Kugeln, es kommen die Gegner. Es gab eine Nebelwand, also... Ich teste. Lalala, ich bin doof und guck nicht nach oben. Lalala. So, das hat schon mal geklappt. Lalala, hüpf. Das war kein Hüpfer. Lauf, 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 lauf. So, und es waren keine Giftmonster, es war keine Riesenspinne, also kann ich das Giftzeug eigentlich ignorieren. Warum bist du jetzt schon draußen? Ach du Kacke. Ihr müsst doch erst rausgekrabbelt kommen, so war der Plan. Müsst euch an den Plan halten. So. Kapusch, kapusch, kapusch. Weg, 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 weg. Alle noch ein Fitzelchen leben. Oh oh. Jetzt sterbe ich gleich an den doofen Spinnen. Trink. Oh, das war knapp. Okay. Target raus. Hochlaufen. Trinken. In den Bauern laufen, die stinkig sind. Umdrehen, Spinne töten. So, Flasche. Und was lehrt uns das? Nicht durchrushen. Obwohl, es hat beeindruckend gut funktioniert. Ich war halt nur irritiert durch die Spinnen, die plötzlich da sind, was sie eigentlich nicht hätten sein sollen. Aber okay. Genau du. Du hättest nicht hier sein dürfen. Das war's auch schon, ne? Hier war noch nicht die Nebelwand. Hier war die Nebelwand, okay. Wenn wir das jetzt machen und reingehen, bleibt das bestehen. Testen. Und wir hätten erstmal gerne die kleinen Seelenpfeile, um das kleine Vieh zu töten. Okay. Und es ist weg. Gleich volle Breitseite. Okay, erstmal vielleicht doch hinter die Dingensbummens gehen. Dann doch die großen Seelenpfeile. Komm, mach einen von denen tot. Schluck die Pfeile, die jetzt ankommen, ist egal. Einfach weiter holzen. Gott. So, nächster Priester. Die Priester sind nämlich doof. Krabbel das am Boden lang. Lass es krabbeln. Jo. Macht es einen Unterschied, wann wir wen töten? Weil wir haben seine Versammlung hier, die Congregation, und wir haben ihn. Au. So, Congregation ist kaputt. Du machst nichts anderes. Außer stinkig auf uns zuzulaufen und sterben. Okay, schick. Titanite Slap. Und nicht besonders viele Seelen. Oh, Wasser. Hurra for Rolling. Ja. Frau voraus. Kennen wir dich? Bist du irgendeine wichtige Persönlichkeit? Du hast ein Stück Stoff in der Hand, also willst du eine Priesterin sein.
Keine Secrets in den Wänden. Okay. Einen normalen Live-Gem. Und weiter. Oh. Spinnenviecher. Und sehr komisch. Das Gebiet sieht nicht schön aus. Ah, und so ein Windenzug. Ah, gucken wir mal. Erstmal haben wir ein Leuchtfeuer. Das ist sehr gut. Leuchtfeuer benutzen. Nochmal benutzen. Ah. Irgendein Tipp? Boss? Fragezeichen? Käfer? Fragezeichen? Fragen helfen in solchen Situationen nicht so wirklich direkt. Ist da unten was? Ja. Mehr Seelen. Dum, 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 dum. Nix. Da ist dieser komische. Genau. Hier können wir rüber. Irgendwas schießt auf uns. Das wird mal dezent ignoriert. Oh, oh. Versuche Zwerg? Was? Ich versuche eher die Spinne zu töten, die da... Ich würde echt gerne insteigern, auch wenn das jetzt nichts bringt. Versuche Zwerg. Also ich würde gerne insteigern, damit wir einen Punkt mehr Schaden machen, um die Spinnen zu one-hitten. Aber ich denke mal, wenn wir das... den Zauberstab aufstufen, hat es den gleichen Effekt. Resin, nix. Aha. Item ahead, right. Okay, also raus und rechts. Ich hoffe, wir kommen nicht wieder zu dieser komischen Schlucht, weil in der Schlucht wurde geschossen. Also ich stelle mir das so vor, wir sind in einer Schlucht und auf beiden Seiten sind in den Wänden Häuser. So wie man das auch aus... Boah, wo ist das? In Amerika... Ich weiß, bei Indiana Jones gab es sowas. Aber es war nicht Amerika, das war in Jemen. Egal, ich habe auf jeden Fall ein Bild im Kopf, wie sowas aussehen könnte. Und da ist halt auf beiden Seiten der Schlucht. Sind da Häuser? Duh. Sind da Häuser und da sind irgendwo Magier, die schießen. Oh, und Loot. Du kommst nicht da... Oh, oh. Die hier sind komisch, die machen nichts. Oh oh. Die machen doch was. Vor allem habe ich nur die Krallen zuerst gesehen. Das war richtig unheimlich. So, jetzt hätte ich... Oh, oh. Ich hätte aber gerne den Loot von dem Friemelding zuerst. Large Titanite Child A1 und Twinkling Titanite und 2 Large Titanite. Sehr gut. Nein. Heck. Raus da. Spinnen zerstören alles. Alles ist versteinert. Komische Spinnenmutanten-Zerg-Dinger greifen mich an. Das ist eine sehr, sehr komische Ecke. Aber nichts beschießt mich. Durchatmen. Okay, wo kommen wir her? Nicht da. Da kam gerade eine Spinne raus. Wir sind irgendwo runtergefallen, nämlich von da. Da oben wäre noch Loot gewesen. Hier ist irgendwer irgendwie gestorben. Und hier geht's wieder hoch. Oh. Oh. Hurra for Smash. Nicht hier. Da hinten sind... Oh. Okay, da unten ist schon mal so ein Basilisken-Ding. Large Titanite Shard, die kriegen wir richtig hinterhergeworfen gerade. Oh, und da ist ein... ein Invader. Hallo Invader? Ding. Ich würde dich gerne töten. Machst du auch noch was?
Ist komisch. Du hast eine Spitzhacke. Ist jetzt nicht so wirklich bedrohlich. Okay. Lügner voraus. Ja, hier ist kein Secret. Komisches Basilisken-Ding. Weg mit dir. Und das ist jetzt wieder die Schlucht. Wo wir hinten schon waren. Was haben wir hier? Try attacking. Therefore ranged battle required ahead. Okay, wir haben nicht mehr so viel. Zu schwer, um geöffnet zu werden. Wow. Deswegen wohl Ranged Battle, huh? Man sollte auf die Leute hören. Nix. Abgeschlossen. Und die wackelt nicht, wenn man gegenschießt. Okay, haben wir hier irgendwo eine Abkürzung vielleicht? Nee. Okay, also unten in der Jemen-Schlucht ist irgendwo... Was war das? Ist irgendwo eine Tür, die wir nicht öffnen können. Für später. Die Leichen zucken hier ein bisschen rum. Da ist noch eine Tür. Schlüssel? Fragezeichen? Schon mal Loot und Knochen. Titanite Chunk. Sehr schön. Hurra für Skelett. Ja. Okay. Da geht's nicht durch. Ich höre hier aber irgendwas rauschen. Und hier waren wir schon, weil Sachen zerstört wurden. Okay, das heißt anscheinend bei diesen... Alles okay? Okay. Also oben ist noch Loot, aber das müssen wir beim zweiten Anlauf mitnehmen. Oder dritten oder vierten. Und hier geht es jetzt weiter. Kann ich die Jungs anschubsen, dass sie runter in die Stacheln fallen? Ding, 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 ding. Komm runter. Donk. Jetzt geh mal direkt auf mich zu. Hier lang. Auch wenn dieser Invasor, also der rote Typ, glaube ich, gar keinen Schaden genommen hat in den Stacheln. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Schaden nehmen würden, deswegen... Naja, okay. Weg mit dir. 360 Seelen, ist okay. Und noch eine Spinnentür. Also, ist... Achso, das, die zählen auch als Spinnen, ne? Das sind irgendwie spinifizierte Zombies. Spinnen-Zombies from outer space. So, weg mit dir. Das heißt, es wird irgendwo eine Riesenspinne geben. Hallo Jungs. Ich sehe euch. Back. Braucht aber die Großen. So, und euch müsste ich jetzt runtersnipern können mit dem großen Spruch. Genau, ding, ding. Wie dumm Daumen schießen. Nur, dass ihr euch nicht bewegt. Die enden schon. Ich habe ja langsam richtig Übung da drin. Sehr schön. Eine Tür, zwei Türen, drei Türen. Nehmen wir erstmal die hier. Abgeschlossen. Okay, also wenn wir irgendwann demnächst einen Schlüssel finden sollten... Eine Heldenseele. Wenn wir einen Schlüssel finden sollten, probieren wir ihn bei der Tür aus. Und wenn er bei der Tür funktioniert, dann funktioniert er eventuell auch unten bei der Tür. Also wir hatten schon ein paar Mal, dass ein Schlüssel für mehrere Schlösser ist. Zum Beispiel in dem Wald der gefallenen Riesen hatten wir einen Soldier Key, der drei Türen geöffnet. Den hatten wir vom Riesen bekommen. Das ist schon krass. Okay, also linke Tür mal testen. Hallo. Kann ich die rechte jetzt auch noch aufmachen? Treasure ahead, das klingt doch gut. Oh. Heimkehrknochen. Das ist nicht so wirklich ein Schatz, aber okay.
Oh, stopp, da war Loot. Large Titanite Shards. Also wir scheinen inzwischen in Gebieten zu sein, wo die Large Titanite Shards Standard sind. Das ist gut. Und hier ist definitiv die Riesenspinne. Wir haben was keine Zauber mehr. I can't take this. Oh ja, es gibt hier genug Leute aus der ersten Welt, die Angst vor Spinnen haben. Das ist für die bestimmt nicht so toll.